Und heidi ho zurück, meine Hübschen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Portal Knights. Lange angekündigt, beziehungsweise lange pausiert, muss man echt sagen. Nichtsdestotrotz, ich habe hier gestern nochmal ganz dezent reingeguckt und mir das auch angeguckt. Denn es gab ja doch ein paar Updates. Und die würde ich gerne mit euch hier durchnehmen. Nicht nur die Updates, sondern wirklich hier das Let's Play wieder aufrufen und vor allem weitermachen. Gestern, wie gesagt, habe ich kurz offscreen ein bisschen reingeschaut, mir das Ganze nochmal angeguckt, ne, denn man will ja sich hier nicht wieder blamieren. Und habe mir tatsächlich hier, wie ihr seht, so ein kleines Piraten-Outfit verpasst. Allerdings bin ich jetzt eher hier ein schöner Bogenschütze. Kann jetzt schön aus der Entfernung die Viecher wegholen, wenn ich sie denn treffen würde. Komm jetzt. Boah, wie er einfach die anvisiert, dieser Dreckige. So, jetzt aber. So, explodier mal ganz schnell. Und ich musste mir dann auch gestern unbedingt ganz schnell hier ein bisschen Baumwolle holen. Denn, oh, hau ab. Da war das Problem, ich hatte keine Baumwolle, ey. Weißt du, brauchst du Baumwolle und auf einmal hast du keine mehr. Und dann musste ich hier echt ein bisschen, ja, was organisieren. Pass auf. Ich habe was vor. Ich muss mal ganz kurz eine Truhe machen. Denn ich habe mir gedacht, jetzt, warte mal, wir haben ja unser Schloss. Wir könnten da vielleicht einfach ein Feld anlegen, oder? So, auf dem Dach? Das wäre doch eine geile Sache. Wobei wir wollten, nee, ich wollte noch eine Etage draufpacken. Also das bringt da noch nichts. Was wir machen könnten, wäre das hier weg, ja, wegpacken komplett. Wo war denn hier mein netter Zauber, beziehungsweise hier mein Bohrer? Den brauche ich. Die Zwille kann weg, die brauchen wir nicht mehr. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit dem Bohrer und holen das Ganze hier weg. So. Ich weiß nicht, ob das schneller geht mit Bohrer oder ohne Bohrer. Ich gehe mal in die First-Person-Perspektive. Dann sieht man ein bisschen mehr. So. Das Zeug sollten wir auch mitnehmen, ne? Ich guck mal ganz kurz. Frühlingsbaum, Setzlings, Barackbaum, Setzlings, würde ich gerne alles behalten. Schuppen brauchen wir, Wikingerhelm kann weg. So, dann nehmen wir nämlich hier das Stroh mit, das ist wichtiger. Ich weiß noch nicht, ob wir es brauchen, aber ich habe keinen Bock, da nachher hier nochmal alles von vorne zu craften. Und da dann in die Richtung, ja, Zeit zu verplempern. Die wir nicht haben, verdammt, die wir nicht haben. So, jetzt reißen wir das Ding weg, pflastern das komplett neu. Ja, und dann machen wir ein schönes Feld raus, wo wir Sachen anbauen, die wir auf jeden Fall benötigen. Wie Baumwolle, ey, wie wichtig Baumwolle ist. Habe ich vorher gar nicht gesehen gehabt, aber es ist wirklich wichtig. Sollten wir unbedingt drauf achten. Können wir ansammeln? Ne, können wir nicht, okay. Ja, voll. What the fuck ist da los? Was ist denn hier drin? Ah, guck mal, hier haben wir tatsächlich noch Sachen. Wie geil, okay, geil. Warte mal, ist da noch Platz gewesen? Dann können wir noch was dazu packen. Da. Das ist schade, dass das nicht alles, dass man das gleichzeitig sieht, ne, was da direkt drin ist. Dass man das quasi direkt stacken kann. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, okay. Ist nicht so schlimm. Man kann ja auch ein bisschen hin und her switchen. Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Eine Schützenjacke. Können wir die ausrüsten? Geil. Nehmen wir rein. Holz. Ist hier Holz drin? Nee, aber Setzlinge sind drin. Nee, das ist voll. Das ist auch voll. Was sind das für Setzlinge? Goldglimmerbusch. Ah, okay. Was war denn hier noch drin? Das ist Knochen. Aber Knochen haben wir natürlich nicht. Veredelter Holzblock haben wir auch nicht. Verdammt, was haben wir überhaupt? Das war's schon, ne? Das war's schon. Schade. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine zweite Truhe. Sind die Mets jetzt weg oder habe ich aufgesammelt? Ich hoffe nicht, dass sie so schnell, ja, despawnen. Aber ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. Müssen wir mal so leicht ein Auge drauf haben. Okay, gehen wir hier weiter und... fuck. Kurz in die Ego-Perspektive. Ach, in die Third-Person-Perspektive. Das finde ich sehr cool, dass man das einfach direkt umwechseln kann. Da brauchen wir nicht ewig irgendwas drücken. Einfach mittlere Maus, dass so ein Ding ist gelutscht. Ne? Weiß Bescheid. So. Ich würde sagen, zum Beginn des Let's Plays machen wir auch mal irgendwie ein kleines Gewinnspiel darüber, ne? So, dass ihr das Ding gewinnen könnt. Ich habe noch ein paar Keys liegen. Komm, alle einsammeln. So. Ich habe noch ein paar Keys liegen, vom Entwickler gesponsert bekommen. Und ich würde sagen, ich organisiere da vielleicht nochmal ein, zwei Stück. Und die verlosen wir dann hier. Ja. Ich denke mal irgendwie im Livestream, den werde ich auf YouTube dann machen. Viele von euch sagen ja mittlerweile, Streamer auf YouTube kraxeln, die Quali sagen wir besser. Stimme ich euch voll und ganz zu, ist wirklich so. Wobei ich sagen muss, ich kann es natürlich verstehen, wenn viele auf Twitch bleiben wollen. Aber das Einzige, was mich derzeit auch hindert, auf YouTube komplett zu wechseln, also zu 100%, ist unser Wutbot. Dass wir da die Wut noch ein bisschen organisiert kriegen. Da bin ich, wie gesagt, derzeit dran. Sobald das fertig ist, sobald das erledigt ist, ja, werden wir komplett auf YouTube wechseln. Weil die Quali ist besser, ich bin da bereits Partner, da bieten sich uns einfach mehr Möglichkeiten. Und vor allem, ihr könnt die Qualität einstellen, ne? Wenn ihr jetzt nicht die Bombenleitung habt, was ja nun mal in Deutschland nicht ganz so selten ist, könnt ihr da dann die Qualität einfach nochmal ändern. Oh, unser Bohrer ist kaputt, sehe ich gerade. Warte mal, ja, zack, einmal geschärft. Komm, nochmal machen, komm. Wir haben ja genug. Boah, ist das teuer, das Schleifen, ey. WTF. Kannst du direkt einen neuen Bohrer craften.
Bringt eigentlich gar nichts, ne? Kaputt ist ja genauso gut wie defekt. Heile, so rum. Kaputt ist ja genauso gut wie defekt. Okay, ja, ich nehme mal den. Ist vielleicht da ein bisschen besser. So. Nice. Das nehmen wir auch noch mit. Okay, das nehmen wir. Oh, guck mal, die despawnen schon, ey. Scheiße, das ist echt schade, dass die so schnell despawnen. Das finde ich sehr, sehr schade. Gerade wenn man hier so ein bisschen Wert aufs Crafting legt, beziehungsweise auch aufs Bauen, aufs Building, dann ist das schon sehr schade, wenn die dann einfach despawnen. Kann man die von hier wegnehmen? Ja, nice. Kann man von hier wegnehmen? Dann machen wir das einfach. Dann reißen wir das komplette Gebäude weg. Ich weiß, dauert ein Weilchen, aber muss ja auch mal sein. Ne? Man muss ja auch immer mal ein bisschen Zeit opfern. So. Komme ich nicht ran. Okay, muss ich ganz kurz rumlaufen, bevor die gleich weg sind. Weil da. Der war schon dabei zu verschwinden. Hast du das gesehen? Der kleine Dreckige. So. Ne, den holen wir uns gleich. Wie Textur schwimmen. Seht ihr das? Komisch. Naja, okay. Das Dach muss auch noch weg. Boah, es ist eine anstrengende Aufgabe, ey. Ist das eine anstrengende Aufgabe? Aber gut, es lohnt sich, ne? Damit wir endlich unser schönes Feld machen können. Und uns dann wirklich auch Sachen anbauen können. Das finde ich cool. Ist besser als bei Minecraft mit dem Abbauen, ne? Man braucht sich nicht immer fortbewegen, kann das einfach von hier machen. Ist halt ein bisschen bequemer. Braucht man nicht immer unterbrechen zum Laufen, ne? Man hält ja einfach schön die linke Maustaste rein. So. Macht die ganze Reihe einmal weg. Zack, zack, Luft aber hin und weiter geht's. So, komm, das ein bisschen beschleunigen. Okay. Machen wir hier nochmal schnell den Rand vom Häuschen weg. Und ich würde sagen, die Insel bleibt auch erstmal unsere Hauptinsel, ne? Also, ich weiß nicht, was da noch kommt. Es kommen noch viele, viele Welten, muss man sagen. Wir haben ja gerade mal einen Bruchteil der Welten entdeckt, die es noch gibt. Und seit dem letzten Let's Play sind auch noch viele, viele dazugekommen. Also, Geisterwelten, weiß ich. Und ja, gucken wir mal, was da noch auf uns wartet. Aber da wartet wirklich noch viel auf uns. Dementsprechend, ich will noch gar nicht sagen, dass wir uns hier wirklich auf Teufel komm raus immer niederlassen werden. Das kann sich jederzeit noch ändern. Dass ich irgendwo eine Welt entdecke, wo ich sage, oh, okay, die ist aber nice. Da wechseln wir dann. Das kann alles passieren, ne? Alles kann, nichts muss. Und da würde ich einfach sagen, wir warten ab. Ja, wir sind irgendwie so eine Mischung zwischen Zauberer, Bogenschütze und Krieger. Ich weiß nicht, was wir da genau darstellen mit dem Kostüm, was wir tragen. Aber gut. Wir legen uns später noch fest. So. Gehen wir hier nochmal hoch. Machen den inneren Kreis noch weg. Hallo? Geht's noch? Toll, jetzt ist hier alles dunkel. Es ist Nacht. So. Machen wir hier einmal weiter. Haben wir auch noch Platz für die Mets? Ja. Ein bisschen haben wir noch. Und ich würde sagen, dann legen wir die auch alle dahin, wo sie wirklich, sinnig sind. Das heißt, ich baller jetzt nicht die ganzen Truhen bei uns ins Haupthaus, sondern gerade die ganzen Setzlinge und organische Stoffe, wie zum Beispiel Holz, Baumwolle und sowas, werden wir dann hier mit lagern. Machen uns irgendwie einen kleinen Geräteschuppen oder sowas, weißt du, so einen kleinen Lagerraum. Und lagern das dann da ein. Da brauchen wir nicht mal ständig ins Haus reinlaufen, wenn wir was benötigen, sondern... Ja, es ist einfach besser, du hast einen besseren Überblick. Du weißt genau, okay, da ist das Zeug angebaut, da muss da auch der Dreck liegen, sozusagen, ne? Komm ich da ran? Ne, komm ich nicht ran. Das ist schade, dass ich die nicht ranziehen kann irgendwie. Sehr, sehr schade, okay. Haben wir nicht TNT oder so, dass wir das mal wegbomben können? Heilung, toben, boah, ja, ne. Oder hackt der dadurch schneller? Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ah, da wollte ich gar nicht. Nochmal. Oh, zack, zack. Okay. Das Fundament können wir ja schon einen Großteil lassen. Für unser Lagerhaus sozusagen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Ist das eine große Truhe? Kann das sein? Ist das eine große Truhe? Und wir haben drin im Haus eine kleine, also kleine Truhen. Ich bin der Meinung, der hat mehr Slots hier, ne? Oder? Nee, ist doch die gleiche Truhe. Müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht gibt es ja eine Art, große Truhen zu craften. Dass man da echt in einer Truhe ein bisschen mehr lagern kann, weil das ist wirklich ein bisschen ekelhaft gelöst derzeit. Aber wie gesagt, da gab es so viele Updates, so viele neue Patches, da weiß ich gar nicht, ob man das jetzt machen kann, ob es da größere Truhen gibt, ob man die erweitern kann vielleicht. Müssen wir mal gucken, wir sind ja auch echt bei allen noch nicht so weit, dass man sagen muss, wir haben schon alles erforscht. Da gibt es ja noch viel, viel mehr. Allein das Aufleveln der ganzen Altare oder Ambosse oder was nicht alles, da geht ja noch einiges, ne?
Da sind wir aber dran. Das machen wir nach und nach. Ich würde sagen, da machen wir keinen Stress. Nö. Gut Ding will Weile haben. Oh, jetzt können wir hier einfach alles wegsammeln. Auch schon mehr kaputt sehe ich gerade. Braucht ja natürlich länger. Okay, wir schleifen nochmal. Müssen wir aber uns unbedingt auch noch ein paar Schleifsteine machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die gingen. Müssen wir mal gucken. Das Spiel ist ja zum Glück kinderleicht. Also, dementsprechend auch was für mich. Ja, das Spiel übrigens auf Steam derzeit, ich weiß gar nicht, 10 Euro oder so. Also relativ günstig zu erhaben, zu erhaschen, zu erwärmen, ne? Wenn ihr wollt, dann greift er einfach zu. Oder einfach bei unserem Partner einem im Ogre vorbeischauen. Und das da erwärmen, da kostet das natürlich nochmal ein paar Euro weniger. Und ja, das Spiel ist übrigens auch Multiplayer geeignet, ne? Also ihr könnt das auch mit Freunden spielen, mit Verwandten, mit euren Haustieren. Den Staubmüllen auf der Bettdecke. Dementsprechend bis zu 4 Spieler geht das, glaube ich. Und mit mehr Spielern macht das natürlich noch einiges mehr Spaß. Gerade was dann nachher das Farmen und das Weltenerobern angeht. Da kann man nochmal richtig schön was rausholen. So, die Mauern sind hier schon fast weggerissen. So, und ich würde sagen, jetzt nehmen wir nochmal schön unseren Bohrer. Das lässt sich nämlich einfacher machen, wenn man dann hier hingeht. Wobei, mir fehlt gerade ein bisschen Licht. So, nice. Ihr seht, was ich meine? Ich denke schon. 4. Da können wir mal 4 Blöcke direkt weghauen. 4. Hier nochmal. Die Viecher lassen uns mittlerweile zum Glück in Ruhe. Sie wissen, dass sie nur edellich auf den Sack kriegen werden von uns. Deswegen probieren sie es gar nicht erst. So. Das sollte nicht sein. Das wollte ich haben. So, haut mal ab. Euch hole ich mich später. Wobei, Leveln lohnt sich hier gar nicht mehr. Die geben so wenig EP für mich, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Also da können wir doch ja besser in große, neue Welten gehen. Und die wirklich da ein bisschen penetrieren, ne? Uns neue Erfahrungen holen. Wir haben jetzt hier unseren schicken Bogen. Das ist so gut wie hier alles One-Hit-Wonder, ne? Also da brauchen wir überhaupt keine Angst mehr haben. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier, friss das! Ah, zu viel zu dem One-Hit-Wonder. Komm, sammeln wir mal ein, den Scheiß. So, zack. Zu weit weg. Ich bitte dich. Ich bitte dich. So, nice. Weil ich sagen muss, ich habe ja auch einen bösen Trick, den ich nutzen werde, wenn die Zeit gekommen ist. Wie wir uns ganz, ganz leicht an Gegner vorbeischleichen können und sie trotzdem penetrieren können. Ne? Ich zeig euch das. Oder ich hoffe mal, dass es so klappt, wie ich es mir vorstelle. Nehmen wir aber so einen schönen Erdblock, weißt du, dann zack. Und dann einfach unter uns setzen. Ach, geht gar nicht. Scheiße. Ah! Okay, hätte ja... Es wäre so schön gewesen. Doch, es geht, es geht. Es geht. So, zack, zack, zack. Und schon bist du oben, dann kommt der Gegner nicht mehr ran. Weißt du, wie ich meine? Geile Sache, oder? So machen wir das. Dann bauen wir uns einmal wieder ab, ne? Ist natürlich nicht ganz die feine Art, Kraxel, ich weiß, aber gut. Alter, gehst du mal raus aus unserem Haus? Was stimmt denn mit dir nicht? Piss dich da, Junge. So, nicht mit mir. Genau, gib mir den Scheiß wieder. Und dann müssen wir hier noch weitermachen. Pass auf. Beim Feuer müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob wir uns verbrennen können. Ich will es ehrlich gesagt auch nicht testen. Können wir uns verbrennen? Ich guck mal. Nö, können wir nicht. Das ist gut zu wissen. Das ist gut. Feuer ist nicht heiß hier in dieser Welt. Oder unsere Körpertemperatur beträgt selber 800 Grad. Kann natürlich auch sein. Ist ja ein anderer Planet, ne? Kann ja sein, dass das Lebewesen hier, unser Held, einfach mal so 800 Grad Körpertemperatur hat und ihm Feuer einfach scheißegal ist. Weiß man ja nicht. Oh, nicht das Alter, nicht das Feuer. Nein, er hat das Feuer kaputt gemacht. Mann, das, was hier noch ein bisschen Licht ins Leben gebracht hat, macht er einfach kaputt. Unglaublich. Unglaublich. So. Aber gut, so langsam hier kommen wir voran, ne? Wir kommen voran. Hier gehe ich mal von die Seite ran. Wobei, das können wir liegen lassen für unseren... Ne, das lassen wir dran. Das lassen wir auch dran. Aber ich würde sagen, ab hier ungefähr machen wir weg. So. Boah, ich sehe nichts. Ich sehe echt nichts. Kann man nicht mal ganz schnell eine Fackel machen hier? Blöcke, bla, Werkbank, Schmelzofen, Altar. Ich will einfach nur, verdammt nochmal, eine ganz normale Fackel machen. Muss doch gehen. Echt nicht? Echt nicht? So, da haben wir einen Schleifstein gemacht. Ja, sortier den mal ein. Ach, hier, Fackel, da. Stellen wir mal her, Holz brauchen wir dafür. Okay. Habe ich natürlich jetzt nicht. Müssen wir irgendwann die Tage mal ein bisschen Holz farmen. Ach, warte mal. Wo habe ich den denn her? Ein Holzgrill. Läuft, geil. Packen wir einfach mal erstmal in die Mitte. Dass wir ein bisschen Feuer haben, beziehungsweise ein bisschen Licht. Weiß gar nicht, wie spät ist es denn hier? Weiß man nicht. Kann ich nicht sagen. Okay, auch nicht so schlimm. Oh, hier geht's weiter. Zack. Genau, Zaun brauchen wir auch noch. Das machen wir dann nach und nach fertig. Also auf jeden Fall erstmal hier quasi unseren Schuppen fertig. Dann machen wir das Beet fertig. Jetzt mal so unser Acker. Ne? Und dann würde ich sagen, begeben wir uns auf neue Welten. In neue Welten vor allem. So.
zack. Das noch. So, pass auf. Jetzt muss ich ganz kurz abstecken, von wo bis wo wir ungefähr unseren, ja, unseren Geräteschuppen machen wollen. Ich würde einfach mal sagen, hier kommt noch eine Mauer hin. Warte mal, können wir ja direkt machen. Ist ja nicht das Problem. Die Metze haben wir ja da. So. Ein. Oder zwei. Schwierig. Nee, eigentlich reicht einer. Geh ich mal wieder in die Perspektive. Die ist ein bisschen besser zum... What? Kraxel, was machst du denn wieder? Ich weiß es nicht. So, pass auf. Muss das nochmal weg. Da habe ich mich verplatziert. So. Die haben voll getrickst beim Bauwerk, ne? Da haben die Mauer einfach hier auf den Boden gesetzt. Meine Güte, wer hat denn da den Bau abgenommen? Kann ja wieder nur ein totaler Held gewesen sein. So, hier machen wir auch zwei, ne? Ein, zwei, dann hier lang. Zack, zack. So. Hier zu, dann würde ich hier gerne nochmal eine Tür durchmachen. Weißt du? So. Zack. Jetzt muss ich mal ganz kurz so. Brauchen wir ein Fenster? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Ne, wir machen einfach eine Fackel an der Wand. Das sollte eigentlich auch genügen. Ups, das war einer zu viel, aber gut, bauen wir nachher ab. Oder jetzt direkt, komm. Machen wir jetzt direkt. So. Gehen wir wieder in die Perspektive, die ist ein bisschen besser. Beziehungsweise ein bisschen genauer. Hier habe ich einen vergessen. Sollte natürlich nicht sein. Zack, zack, da ist das Ding schon zu. Jetzt noch ein Dach drauf, ein Flachdach und fertig. Mehr brauchen wir gar nicht. Warte mal, wie kommen wir jetzt da drauf? So ganz dezent. Pass auf, wir machen das mal so. So. Jetzt kommt hier ein Dach drauf. 3, 2, 3, 4. So. So. Oder habe ich einen daneben gesetzt? Ist auch nicht so tragisch. Den können wir einfach wieder wegzimmern. Zack. Fuck, runtergefallen. Reingefallen. So, zack, hops. Und dann geht's hier weiter. Und ja. Okay, super. Da ist das Ding schon zu. Ihr seht, das klappt. Ein kleiner Eingang, ne? Mehr brauchst du ja gar nicht. Ist ja immerhin nur ein, ja, einmal ein kleines Ding hier, weißt du? Ein kleines Ding. Aber jetzt will ich erstmal ganz schnell die Fackel holen. Wo hatten wir die denn? Fackel, Fackel, Fackel. Hier wird nicht lang gefackelt. So, hol mich ab. Habe ich getan. Jetzt gib mir die Fackel in die Hand. Da ist sie. Nehmen wir mal den Block dafür raus. Die Fackel würde ich jetzt einfach mal... Können wir die hier reinsetzen? So, und dann durchlaufen? Geil. Geile Sache. Eine geile Sache. Sehr gut. Okay, dann das da rein. Ja, das macht Sinn, Kraxel. Das macht so viel Sinn. Komm, die... Ist sie weg? Dein Ernst? Sammelt... Die macht ja kaputt und sammelt die dann nicht auf. Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, dann müssen wir mal ganz kurz ein bisschen Holz holen. Damit wir uns mal ein paar Fackeln machen können. Bleibt ja nicht aus. Boah, verdammt. Verdammt. Ja, langfristig geplant ist hier natürlich erstmal eine richtig schöne, große Gartenanlage. Du bist freundlich? Er ist freundlich, alles klar. Dann darfst du auch weiterleben, kein Problem. Ich bin ein netter Mensch. Ich töte nicht alles, aber viel. Vier Holzscheite. Hier lege ich mal ganz kurz Dreck mit rein. So, zack. Zack, zack. Komme ich jetzt hier hoch? Ne, noch nicht. Aber jetzt sollte ich hochkommen, genau. Nochmal Bohrer ran. Oder die Hacke wäre natürlich ein bisschen besser. So, okay. Nice! Nice, 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 nice. Ja, wenn man Bock hätte, ne, könnte man natürlich die Welt noch unglaublich viel vergrößern. Einfach andere Welten abbauen, weißt du? Die Erde weghauen und hier schön einen fetten Planeten hinbauen. Ist natürlich eine Mammutaufgabe, hätte ich keinen Bock drauf, aber könnte man machen, wenn man möchte. So, hier oben waren wir fertig, dann kann der Block nämlich weg. So. Okay. Hier muss natürlich jetzt alles noch durch Erde ersetzt werden. Warte mal, ist jetzt natürlich gar nicht so einfach. So, wobei, warte mal, ich fange mal hier an. Zwei Blöcke, das heißt hier ungefähr müsste ich ihn setzen. Ja, das passt. Einsammeln. Einsammeln. Ah, ihr seht, der Bohrer, der spart schon echt viel Zeit, wenn man es geschickt macht. Ne? Man muss da wirklich ein bisschen mit Plan arbeiten, weil sonst hast du das Problem, dass er nicht alle Blöcke mitnimmt und dann ist das einfach ineffizient. Aber so ist das schon echt angenehm. So ist das sehr gut. So klappt das auch super. So. Zack. Dasselbe hier nochmal. So. Na, siehst du, da habe ich mich schon verplant. Jetzt hast du hier wieder nur zwei Blöcke. Frisst einfach zu viel Zeit. Aber gut. Ist egal. Man lernt hoffentlich draus. Man lernt draus. So, dann hier nochmal. Zack.
So, wir nehmen auch hier direkt alles weg, weil da will ich komplett Erde hinsetzen. So. Und dann quasi unser schönes Beet erweitern. So. Gibt immerhin auch schön viel Holz. Holz vor der Hütte. So, jetzt den noch. Und dann ist das Ding schon gelutscht. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir da mal, dass wir das hier weiter ausbauen. Soweit bin ich schon ganz zufrieden. Sieht gut aus. Den Zaun setzen wir noch weiter, beziehungsweise das hier kommt weg. Das hier wird noch mit flach gemacht, weißt du. Und der Zaun quasi hier lang gezogen, bis hier zur Ecke. Und dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze ungefähr hier ab. Ne? Also das wird komplett unsere Ackeranlage. Also wir haben noch ein bisschen zu tun, aber das dann in der nächsten Folge. Adios, liebe Leute.